Dieses Trio ist immer zusammen, aber jedes von ihnen hat leicht andere Vorlieben, was Blütenhonig angeht. Seine zwei Teile stehen einander näher als Zwillinge. Eine andere Kombination würde nicht halb so gut ineinander greifen. Für Lumpy wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Seine Antennen haben sich aus Flossen entwickelt und sind sowohl positiv als auch negativ geladen. Nanu Fatality entwickelt sich. Die Items zum Entwickeln werden immer kurioser. Glückwunsch, dein Fatality hat sich in einem Mortipot entwickelt. Ja, das habe ich auch nur gerade gedacht, so, was könnte das wohl sein, ne? Wofür ist das gut? Für Mortipot wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sie lassen sich in alten Teekannen nieder. Die meisten dieser Kannen sind billige Fälschungen, aber es gibt auch ein paar sehr seltene Originale. Vielleicht Shinies? Oh, ich will wissen, wie so ein Shiny aussieht. Ist das dein Ernst? Mortipot versucht, Tea Time zu erlernen. Warum nicht? Der Anwender lädt alle am Kampf Beteiligten, was? Pokémon zu einem Teekränzchen ein. Woraufhin diese die Beeren essen, die sie die bei sich tragen. Bitte, was ist das denn für eine Attacke? Oh Gott. Ja klar, nehmen wir mit rein. Scheiß auf Schutzschild. Tea Time. Tea Time ist so geil. Ich will meine Beere noch nicht essen, jetzt ist! Ah, Zuckerherz. Ich muss mal gucken, wo die ganzen Zucker-Items sind. Und ein Barschuftwolzen, ne? Perfekt, dann kann ich ja noch mal zu dem Ort gehen, wo ich eins gesehen habe. Und zwar war das hier in Kilton. So schnell meine Tasse mal entwickeln. Ja. Ja. Tasse wird zur Teekanne. Oh, ich liebe diese. Ja, da soll noch mal jemand sagen, also ich muss. Soll mal jemand sagen, sei nicht kreativ, ne? Soll das noch mal jemand sagen? Also ich finde das sehr kreativ. Selbst ein Müllsack finde ich sehr kreativ. Manche sagen ja immer auch, die der ersten Generation, das waren noch kreative Pokémon. Magnet. Pokéball. Das ist genauso kreativ wie das hier. Ich find die Kreativität mittlerweile mega gut. Ich muss sagen, die Pokémon dieser Generation, die haben es richtig in sich. Also die finde ich richtig geil.
Gibt's richtig geile dabei. Es ist selten, dass eine Generation mich so begeistert. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich sie wirklich auch nicht durchgeschaut habe, wie die aussehen und so. So freue ich mich auf jedes neue Pokémon. So, Baschuft. Könnte sich... Hättest du mir das früher gesagt, hätte ich schon ein zweites. Für Ressler Dero wurde ein Eintrag in Pokédex angelegt. Durch Flickangriffsmanöver raubt es seinen Gegnern ihre Kraft, um sie dann mit prachtvollen Spezialtechniken niederzurichten. Für Paragoni wurde ein Eintrag in Pokédex angelegt. Die Seele eines Kindes, das sich im Wald verlief und dabei ums Leben kam, nistete sich in einem Baumstumpf ein und wurde zu diesem Pokémon. Immer Kinder! Anscheinend steht die Zunahme seiner Kraft mit den Mondphasen in Verbindung, da es beim Vollmond aktiv wird. Oh, ich lasse die Aufnahme mal laufen. Was zum... Okay, das sieht interessant aus. Das ist also das Schlapfel. Der sieht aus wie Apfelkuchen. Wie ein American Pie. Oh Gott, nein, diese Bilder. Kümmere dich gut um Schlapfel. Nach dem Verzehr eines süßen Apfels hat es sich entwickelt. Es verströmt einen süßen Duft und lockt damit sein Futter an. Käfer-Pokémon. So, und jetzt der Bugschuft. Wenn dir noch andere Pokémon einfallen, sag Bescheid. Es gibt bestimmt, also, ich habe noch nie so viele Pokémon tauschen müssen, um wirklich die Tausch-Pokémon alle zu haben, weil sonst gab es immer nur so eine kleine Handvoll. Hast du nicht noch was von irgendwelchen, also Gala-Formen gesagt? Ich weiß, dass Zubiris und Flunkiefer ist, glaube ich, auch wieder. Aber ich habe weder das eine noch das andere gefunden. So, das waren sie erstmal. Für Kassadur wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Und ich muss sagen, ich finde es gut. Ach ja, meine Cam. Nicht vergessen. Ich finde es gut, dass nicht jedes Pokémon drin ist.
Sowas wie Tentacha hat man immer. Kann man auch mal verschmerzen. Weil ich mag das Vieh einfach nicht. Obwohl es mittlerweile gegen Feen gut sein könnte. Ich glaube, deswegen ist Gift auch jetzt... Deswegen ist die Fee auch gegen Gift empfindlich, weil Gift soll ja auch mal was Gutes machen können. Gift war immer so nutzlos. So, für Gastadur wurde ein Eintrag in Pokédex angelegt. Es schützt sich, indem es Dornen verschießt. Ein Gastadur muss jahrelang trainieren, um präzise zielen zu können. Jahrelang. So. Für Iskala wurde ein Eintrag in Pokédex angelegt. Es dreht sich und lässt dabei Punkte auf seinem Körper blinken. Durch bestimmte Lichtmuster kann es mit seinen Artgenossen kommunizieren. Für Flunkkiffer wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Mit seinem friedlichen Gesicht wiegt es Gegner in Sicherheit und beißt dann mit seinem riesigen Kiefer zu. Danach gibt es kein Entkommen mehr. Wenn es einen starken Gegner erblickt, kommt es nicht umhin, ihn anzugreifen. Verliert es den Kampf, so fängt es an zu weinen. Oh. Für Humanoid würde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es verweilt auf weitläufige Wiesen und beobachtet den Lauf der Sonne. Dynamische Trittangriffe sind seine Spezialgebiet. Für Flampion wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Seit es in kälteren Gefilden lebt, hat sich sein innerer Flammensack zurückgebildet. Stattdessen wuchs ein Organ heran, das eiskalte Luft erzeugt. Warum heißt es da noch Flampion? Warum nennt man es da nicht Eispion oder so? Oder Eipion? Sie schützen ihren Bürzel mit einer Schädelwindel. Untereinander streiten sie sich um den Schädel mit dem höchsten Tragekomfort. Ach so, ich dachte schon. Als nächstes Flunkiefer. Afi, willkommen im Team! Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch noch Pokémon, die sich durch Tausch entwickeln. Wir bekommen den Pokédex auf jeden Fall voll. Für Parfait wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Dieses Pokémon erzeugt Gerüche mithilfe einer Drüse in seinem Körper. Je nach Futter kann es unterschiedliche Düfte produzieren. Samurzel! Mit seinem Wurzel, was? Willkommen Team Klibunkel. Klabunkel. Ich bin ja mal auf Kubuin und Corazon gespannt, also die habe ich ja noch beide nicht gesehen. Ich gucke auch extra nicht hin.
Für Klebunkel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es schüchtert Gegner mit Geräuschen ein, die es mit seinen Giftbeuteln erzeugt. Gelingt ihm dies, erledigt es sein Ziel mit einem Giftangriff. Nein, natürlich beide. Denn ich habe ja auch zwei für dich noch. Die Reaktion des anderen Spielers warten. Das ist Kubui. Ist ja leider nur diese Entwicklung scharf. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und ciao! Ein Pinguin mit einem Eiswurf. Da war doch Trafalgar Law bei. Und hat seine Spielchen gespielt. Für Kubuin würde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Der wird bestimmt irgendwann eine zweite Stufe bekommen. Der ist viel zu mickrig. Es kam von einem extrem kalten Ort, in dem es sich treiben ließ. Und schließlich angespült wurde. Es kühlt unablässig sein Gesicht mit Eis. Und was mit Corazon? Wir waren noch nicht fertig. Ich dachte, du hast noch einen Corazon. Ich habe nämlich noch einen Flampion. Oder ist die Verbindung einfach abgebrochen? Warte, ich mach erstmal sortieren. So, ups, die nehme ich mal mit. Ist einfach abgebrochen, so ein Scheiß. Typisch, Nintendo, klappt mal wieder gar nichts. So, noch einmal. Die 9, 5, 8, 8. Aber ich muss sagen, die Nintendo-Verbindung ist immer noch besser als die Destiny-Verbindung. Denn man kann mir nicht sagen, dass nicht genauso viele Leute Pokémon Online spielen, so wie Destiny. Kann mir keiner erzählen. Spielen bestimmt sogar mehr. Und es läuft trotzdem immer noch einigermaßen okay. Na, wie süß! Wenn Destiny, also wenn da ein neues Dings kommt, kannst du erstmal einen Monat vergessen, da reinzukommen. Die kriegen einfach nichts gebacken. So, Flampion, mach's gut. Und hallo Corazon. Du siehst ein bisschen Geschockfrost aus. Ich finde es so cool, dass Corazon eine Weiterentwicklung bekommen hat. Für Corazon wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Man findet es oft an Orten, die vor langer Zeit vom Meer bedeckt waren. War es mit einem... Okay. War es mit einem Stein verwechselt... Wer es mit einem Stein verwechselt und herumkickt, wird verflucht.
Nice. So, die Verbindung wieder zu lokal wechseln, weil das ist echt, das leckt mir zu sehr.